Liebe Steinböcke, deine Woche. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du die Zeit findest, hier heute einzuschalten, wenn wir gleich auf die kommende Woche für dich blicken möchten. Bedenkt, diese Videos sind zeitlos, denn das Universum kennt die Zeit nicht, wie wir sie rechnen. Wenn dich diese Botschaft erreichen soll, wenn du dieses Video startest, dann erst beginnen die 7 Tage zu laufen. Das kann in einem Monat oder in einem Jahr sein. Total egal. Wir schauen einmal mit den Orakelkarten, mit den Seelenorakelkarten in dein Herz, in deine Seele. Welche Botschaft möchten die beiden dir für die kommenden 7 Tage auf den Weg geben? Dann mit den Lenormand-Karten in die verschiedenen Überschriften, Energien, und diese schauen wir uns ganz genau noch mit dem Licht- und Schattentarot an, und andere Orakelkarten kommen bei mir auch immer zum Einsatz. Wenn die Dame fällt, dann ist es eure Energie. Im Gegenzug, wenn der Herr fällt, ist es auf ein mögliches Gegenüber, auf das ihr blickt. So, wir starten jetzt aber los. Mit dem Blick in euer Herz, in eure Seele, was möchten die beiden euch für eine Botschaft überbringen? Oh, der Baum der Wünsche ruft deinen Namen. Einen fast vergessenen Wunsch erfüllt sich jetzt. Ja, welchen Wunsch habt ihr denn fast vergessen? Unterdrückt möglicherweise auch, nicht mehr dran geglaubt, dass ihr ihn jemals umsetzen könnt. Da sagt euch euer Herz, hey, hallo, der Wunsch ist zwar fast vergessen, aber das Universum hat ihn nicht vergessen. Da ist eine Überraschung, ein Wunsch auf dem Weg zu euch. Und ich finde, das ist eine super schöne Botschaft gleich zu Beginn dieses Readings. Wir schauen mal rein, vielleicht dürfen wir mit den Lenormand-Karten schon erahnen, um welchen Wunsch es denn bei euch geht, was bei euch gerade, ja, so leicht in Vergessenheit geraten ist. Aber ich spüre gerade mehr so keine Hoffnung mehr, kein Vertrauen mehr, dass das jemals zum Laufen kommt. Okay, wir schauen rein. 4 Energien. Uiuiui, da ist echt Schmackes dahinter, da möchte etwas erzählt werden. Die Brücke, die Sonne, der Ring und das Labyrinth. Sehr schön. Die Brücke verbindet Menschen, verbindet Orte. Schafft einen Raum, sich näher zu kommen. Wenn man noch nicht ganz über die Brücke möchte, noch unsicher ist, kann man sich ja auch mal auf der Mitte treffen. Schauen, wie nach einem Gespräch, ja, wie bereit man dann ist, vielleicht das letzte Stück auch noch zurückzulegen. Das Labyrinth spiegelt sich in die Brücke, was bedeutet, ihr seid euch nicht darüber im Klaren, wie ihr die andere Seite der Brücke erreichen könnt. Ihr dreht euch im Kreis mit euren Gedanken, vielleicht auch mit euren Taten, kommt keinen Schritt weiter. Das Schöne ist aber, die Brücke führt in die Sonne. Die Sonne ist die Erfolgskarte, die Ja-Karte im Lenormand. Da soll euer Wunsch tatsächlich in den Erfolg, in die Erfüllung gehen. Bei einigen von euch dreht es sich um eine Beziehung. Wenn ihr euch gerade im Kreis dreht mit eurem Gegenüber, keinen Plan hat, wie es weitergeht, nicht mehr daran glaubt, an euren Wunsch, an eure Hoffnung, euren Traum, dann soll hier jetzt eine Brücke geschlagen werden, die euch wieder näher bringt oder auch den Ausweg aus dem Labyrinth zeigt. Das werden wir jetzt gleich sehen, denn jetzt befragen wir die Tarotkarten dazu. So, die Brücke. Welche Botschaft möchte uns die Brücke überbringen? Eine noch bitte. Jawohl, danke schön. Oh je, glasklar.
Kopfkino, ne? Das ist genau das hier. Euch brummt die Birne, tausend Gedanken im Kopf, tausend Möglichkeiten schon durchgespielt, kein Plan, ja? Vielleicht habt ihr auch ein schlechtes Gewissen. Das ist manchmal auch die Karte. Man hat ein schlechtes Gewissen jemand gegenüber. Vielleicht, weil man nicht zu Pötte kommt, weil man keinen Plan hat, weil man nicht sagen kann, wie es weitergehen soll. Da möchtet ihr definitiv raus. Denn die Sechs der Schwerter sagt, ich möchte in klares, seichtes Wasser kommen, in eine ruhige See. Raus aus der stürmischen See, die mich so, ja, durcheinander schüttelt, durcheinander macht. Davon träumt ihr. Das ist euer Wunsch. Den habt ihr euch auch schön zurechtgemalt. Man sieht es hier, mit dem VW-Bus möchte die Frau um den Globus reisen, aber losfahren tut sie noch nicht. Sie schaut raus, sie hat den Stab in der Hand. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, man hat ja schon so ein bisschen den Antrieb, rauszugehen, auf seinen Traum, auf sein Ziel zuzumarschieren, aber so wirklich setzt man sich noch nicht in Bewegung. Schauen wir mal weiter, ob ihr diese Brücke überqueren werdet. Die Sonne, welche Botschaft hat denn diese wunderschöne Erfolgskarte für euch? Da hätte ich gerne noch eine Karte, eine Botschaft zur Sonne. Und? Dankeschön. Oh nee, das glaube ich ja jetzt nicht. Schaut euch das mal an. Die 10 der Kelche. Geht raus. Geht über diese Brücke. Habt den Mut. Die 10 der Kelche ist die Zukunft eurer Liebe. Zukunft, weil hier Kinder sind. Das Pärchen schaut auf die Kinder. Das bedeutet nicht unbedingt, dass ihr noch Kinder miteinander haben werdet. Vielleicht, ja, vielleicht plant ihr das, wenn ihr im richtigen Alter seid. Aber die Kinder sind unsere Zukunft und von daher schaut dieses Pärchen auf die Zukunft. Die 10 Kelche sind voll. Vertrauen, Liebe, Geborgenheit, alles, was man sich so, ja, bei einer wunderschönen Liebe, mit der man seine Zukunft planen möchte, im Kopf hat. Wir steigern uns zu den 2 der Kelche. Die 2 der Kelche ist eine tiefe Seelenpartnerschaft. Da sage ich immer 2 Herzen, die im Einklang schlagen, 2 Seelen, die eine bilden. Absoluter Ausgleich. Das ist eine Liebe, da gibt jeder gleich viel. Die Kelche sind beide gleich voll. Das hat nichts damit zu tun, dass einer sich aufopfert, gibt und der andere sich zurücklehnt und vielleicht nicht in die Pötte kommt und nichts zurückgibt. Und hier haben wir die Bestätigung mit den 6 der Münzen, der Ausgleich. Also wenn ihr über diese Brücke geht, ja, wir haben hier die Erfolgskarte, die Ja-Karte liegen, dann kann diese Liebe etwas ganz Besonderes werden. Etwas, worauf ihr, ja, vielleicht schon lange wartet, vielleicht ist es euer Wunsch, schon seit längerem jemanden kennenzulernen, mit dem ihr dieses Gefühl teilt. Den trifft ihr nicht unbedingt, wenn ihr weiter vom Fenster sitzen bleibt, ne? Weil so viel Handwerker bekommt man auch nicht ins Haus. Und wenn ihr nicht unbedingt Amazon leer kauft und der Postbote 5-mal am Tag bei euch schellt, von den verschiedensten Bringdiensten, dann ist es ziemlich schwierig, aus dieser Position diese Liebe zu finden. Vielleicht schaut ihr ja schon auf euer Gegenüber, habt diesen Menschen schon im Blick, und seid einfach noch, ja, hier im Labyrinth gefangen, wisst noch nicht, wie könnt ihr es denn schaffen, dass diese Liebe in den Ausgleich kommt. Die Beziehung, vielleicht verrät uns der Ring mehr. Aber ihr Singles, ja, wenn ihr auf kein Gegenüber schaut, raus mit euch, ehrlich, raus mit euch. Sowas
findet man nicht jeden Tag. So, die Beziehung. Was darf ich auf den Ring legen? Welche Botschaft steckt denn hinter dieser schönen Karte? Da ist eine ganze Menge gefallen. Bin gespannt. Alle mal richtig rum. Ja. Ja. Um dahin zu kommen, muss man sich bewegen. Ne? Seine Sachen auf diesen Ochsenkarren spannen und über diese Brücke fahren. Anders, ja, passiert nichts. Ne? Hier haben wir wieder mit den zwei der Münzen den Ausgleich. Ja, du hältst noch so ein bisschen an Altem fest. Das ist so eine Karte, ja, ich bleibe mal in der sicheren Position, ne? Da kenne ich alles, da weiß ich alles. Das halte ich fest, das Gesicht sagt so, nee, ich schaue mal besser nicht hin. Wer weiß, was mich da erwartet? Vielleicht deswegen hier das im Kreis drehen, weil den sicheren Hafen verlassen ist ein Abenteuer. Da hat nicht jeder den Mumm für. Ne? Da bleibt man lieber da, wo man weiß, wo die Kaffeemaschine steht, wie alles funktioniert, was einem so Tag für Tag erwartet. Scheint nicht unbedingt dein Traum, dein Wunsch zu sein, aber um dorthin zu kommen, musst du halt aus der Hütte raus, über die Brücke gehen und auch Dinge zurücklassen. Das sagt nämlich die Acht der Kelche. Die Acht der Kelche sagt, einige von euch müssen, um das leben zu können, Dinge, die ihnen am Herzen liegen, denn es ist ein Kelch, ja, Kelche sind Herzenergien, Liebesenergien, zurücklassen, um auf die Sonne zuzugehen. Der Gehängte sagt dir, Mensch, wechsel doch mal die Perspektive. Schau dir das Ganze mal aus einer anderen Perspektive an. Im Vertrauen auf das, was du fühlst, im Vertrauen aufs Universum, dass es dich auffängt, wenn du fällst. No risk, no fun, sagt man so schön. Der Ritter der Münzen sagt mir, ein Gegenüber ist bereit, über diese Brücke zu gehen. Bist du es auch? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Der Ritter der Münzen sagt, ich pflanze Samen für Samen im vollen Vertrauen in meine Zukunft. Steht da hinten drauf. Manche kann ich schon auswendig, manche Sprüche aus dem Licht- und Schattentarot noch nicht. Ja, da scheint jemand bereit zu sein, dir entgegenzukommen. Wenn du aber weiter nur ja, aus dem Fenster schaust, vielleicht siehst du dein Gegenüber auch mal wieder vorbeilaufen, guckt sehnsüchtig zu dir hoch, du guckst sehnsüchtig nach unten, ne? Und jo, da tut sich nötig. Ne? Schauen wir mal, was das Labyrinth noch für eine Botschaft für euch hat. Oh ja. Eure Träume, eure Sehnsüchte, eure Wünsche drehen sich da im Kreis. Die sind ja wunderschön, ne? So träumen ist ja herrlich. Wünsche, Sehnsüchte haben sind mega. Die Karte sagt aber auch, ihr habt Angst. Ihr habt Angst, einer Illusion zu ergehen. Ergehen? Na, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt Angst, dass es nur Träume sind, nicht wirklich werden kann. Also fahrt ihr hier eure Schleife. Ihr wisst, wenn die kleine Meerjungfrau fällt, dann kommen meine Meerjungfrau-Orakelkarten zum Einsatz, die uns nämlich noch erzählen, welche Sehnsüchte, Wünsche hast du denn, beziehungsweise welche Botschaft möchte denn dir kleine Meerjungfrau dir überbringen. Ihr seht auf dem Bild, sie streckt die Arme aus, sie möchte da nach oben, hat aber keine Hoffnung, lässt sich an den Grund sinken. Ja, singen vielleicht auch dabei, ne? Das Lied, spiel mir das Lied vom Tod. Nein, lässt sich auf den Grund sinken. Hier, ein längst vergessener, vielleicht, ja, verschobener, verdrängter Wunsch. So. Was hat denn die kleine Meerjungfrau für eine Bedeutung? Das Geschenk. Geschenk, Schatz, Offenbarung des eigenen Wertes
Leben im Jetzt. Ja, deine Träume, deine Sehnsüchte, deine Wünsche sind ein Geschenk. Das ist dein Schatz. Darin erkennst du deinen Wert. Und die Karte sagt, lebe im Jetzt. Was heißt im Jetzt leben? Sicher nicht aus dem Fenster glotzen, ne? Schauen wir mal weiter. Ja. Du kommst in die Energie der Hohen Priesterin. Die Hohe Priesterin erkennt ihren Wert, weiß ihren Wert, ist liebevoll und weise. Hört auf ihre Gefühle, auf ihre Intuition, lässt ihren Bauch sprechen, bringt ihren Kopf zum Schweigen und spürt, was für sie richtig und gut ist. Die Hohe Priesterin ist bereit, Liebe zu geben und zu nehmen. Sie ist absolut geerdet und im Ausgleich. Das wird für dich ein Befreiungsschlag sein. Ja, was wird der Befreiungsschlag sein, ne? Wenn du rausgehst, über die Brücke läufst, das für dich in Anspruch nimmst, diese Liebe, es wagst, deinen Wunsch zu realisieren, das Geschenk, das dir geboten wird vom Universum, dann ist das für dich der Befreiungsschlag. Du kannst dich natürlich entscheiden, noch ein paar Jahre im Kreis zu drehen. Darf jeder für sich entscheiden. Wir gehen ja alle unseren eigenen Lebensweg, entscheiden alle ganz individuell. Darum können diese Allgemeinlegung ja auch nicht für jeden zu 100% stimmig passen. Das ist die stärkste Energie, die im Moment schwingt. So, wir schauen mal, was die kleinen Herzorakelkarten noch dazu sagen. Zwei sind direkt rausgeplumpst, eine hätte ich gerne noch. Dankeschön. So, gleich wieder den Engel drauf und wir schauen. Dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Ja. Was gibst du denn nach oben? Was ist denn dein Wunsch? Was ist denn dein Gebet? Bleib dir selbst treu. Immer. Immer, 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 immer. Sich für nichts und niemanden verbiegen. Ich sage es immer wieder. Wahre Liebe liebt dich so, wie du bist, weil du so bist, wie du bist. Wenn da jetzt jemand daherkommt, ob Männchen oder Weibchen, total egal, und möchte dich umkrempeln. Sagt, also würde es mir schon noch besser gefallen, wenn du dies oder jenes machen würdest. Ne? Forget it. Schießt ihn ab. Schickt ihn in die Wüste. Kaum habt ihr das gemacht, fällt demjenigen das Nächste auf, was er an dir gerne verändern würde. Aber dann liebt er dich nicht. Wenn er dich liebt, liebt er dich, wie du bist. Ende Gelände. Da lasse ich absolut nicht mit mir diskutieren. Da kann ich so richtig stinkig werden. Wirf all deine Bedenken über Bord und lass dich in meine Arme sinken. Ja, die Bedenken hier mal über Bord werfen wäre angebracht. So, meine Süßen, ich möchte gerne wissen, welche Göttin des Lichts sich euch heute hier offenbart, welche Botschaft sie für euch hat. Da hätte ich gerne eine Göttin, welche möchte sich meinen Steinböcken denn offenbaren, mit welcher Botschaft? Scheinen sich nicht ganz einig zu sein? Na, darf ich eine Göttin erhalten? Oder meint ihr, die Steinböcke sind mit der Hohen Priesterin so im Klaren? Ah, da kam eine. Jetzt kitzelt mir die Nase. Ah, ein Zeichen. Oh, Artemis, ich gehe meinen eigenen Weg. Chaka, das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft der ganzen Legung. Geh deinen eigenen Weg. Geh über die Brücke. Marschier auf diesen Baum zu. Auf diese Liebe, die auf dich wartet. Ob du alleine bist oder auf ein Gegenüber schaust. Vielleicht traut ihr Singles euch nicht raus, denkt, boah, da kommt eh nichts Gescheites. Jetzt muss ich, Entschuldigung, niesen. Vielleicht denkt ihr, da kommt nichts mehr. Ja,
Der Zug ist abgefahren. Nee, der Zug ist nicht abgefahren und gebt schon gleich mal gar nicht solche Gedanken nach oben. Das Universum spiegelt. Ich sag's immer wieder. So, denn. Welcher Drachenreiter? Ui, das sind zu viele, das ist eine ganze Drachenarmee. Welcher Drachenreiter hat welche Botschaft für euch, ist an eurer Seite? Nike und Leslie, deine Fähigkeiten werden dich zu einem ruhmreichen Sieg führen. Es ist an der Zeit, dein Potenzial erwachen zu lassen. Glaube an dich. Ja, glaube an dich. Was habe ich vorhin gesagt? Bleib dir selbst treu, lass dich nicht verbiegen und geh deinen Weg, deinen Weg. Ganz wichtig in unserem Leben, denn wir sind auf die Welt gekommen, um unser Leben zu leben. Und wenn ihr jetzt sagt, mein Gott, Aurora, das ist jetzt aber mal egoistisch. Nein, überhaupt nicht. Unser Leben leben im Einklang mit den Menschen um uns herum, aber nicht für die Menschen um uns herum. Ist ein Unterschied. Eine gewaltige Veränderung steht an. Ich glaub's nicht, ihr geht raus. Ihr schaut nicht mehr nur aus dem Fenster. Da, die Energie wird euch triggern. Das ist die Energie, die euch in den kommenden 7 Tagen in den Bobbes tritt, damit ihr vor die Türe geht. Finde ich mega. So, welche Botschaft hat das Universum noch an euch? Eine Botschaft direkt vom Universum an euch. Wenn ich glaube, mich hingeben, Quatsch, wenn ich glaube, mich hingegeben zu haben, gebe ich mich noch mehr hin. Gerade habe ich gesagt, ihr bekommt in den Allerwertesten getreten und ihr werdet mal so richtig Gas geben jetzt, ne? Welcher Engel begleitet euch, ist bei euch, beschützt euch, gibt euch Kraft, gibt euch Mut? Da hätte ich gerne einen Engel, denn ja, da braucht man einen kräftigen Engel. Jemand, ja, mit mummelnde Knoche, der euch da vom Fenster wegholt. Ich bin gespannt. Engel der Liebe. Die Engel zeigen dir den Weg der Liebe. Du brauchst ihm nur zu folgen. Jetzt kriege ich eine Gänsehaut. Boah. Ah. Da ist er, der Weg zur Liebe. Über 7 Brücken musst du gehen. Das ist nur eine. Schafft ihr. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr lächelt jetzt, kriegt Mut, scharrt mit den Hufen, wollt rausgehen, wollt diese Liebe treffen oder sie beim Schopf packen, je nachdem, in welcher Situation ihr gerade seid. Und wenn ihr noch so ein bisschen vor dem Fenster rumhockt, vielleicht ein persönliches Reading möchte, dürft ihr gerne unten in die Infobox klicken. Dort findet ihr meine WhatsApp-Nummer oder im Abspann. Notiert sie, schreibt mich an. Wir telefonieren und besprechen, wie ich euch von diesem Fenster wegbekomme. Ich schicke euch jetzt ganz viel Kraft, ganz viel Liebe, ganz viel Energie. Und ich freue mich natürlich über jedes Daumen hoch, jedes Emoji, jede Nachricht von euch. Und wenn ihr uns hier in der Community begleiten möchtet, freue ich mich natürlich über ein kostenloses Abo von euch. Und ich freue mich, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin bleibe ich eure Aurora. Tschüss und Servus.